Ich bin mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass ich in einem sehr privilegierten Land gross werden darf. Und darum ist in mir eigentlich auch schon relativ früh der Wunsch gewachsen, das Glück weiterzugeben. Ich hatte schon immer sehr viele Leute um mich herum, also ein grosses soziales Umfeld. Grundsätzlich liebe ich es einfach, unter Leute zu sein und meine Zeit mit anderen Leuten zu teilen. Ich weiss, dass es nicht allen Leuten so gut geht wie uns hier in der Schweiz. Und darum tue ich sehr gerne einen Teil von meinem Finanziellen weitergeben in Form von Spenden und Unterstützung oder eben Patenkind. Ich habe die Möglichkeit, ihm Briefe zu schreiben, und zwar eigentlich so viel, wie ich will. Und so zu wissen, ich denke viel an ihn, also an mein Patenkind und an seine Familie, und sie denken viel an mich, und trotzdem sind wir eigentlich Unbekannte, das ist ein Gefühl, das ich so noch nie vorher erlebt habe. Jetzt im Moment bin ich dran, eine Abendveranstaltung zu organisieren. Ich werde dort Fotos und Videos zeigen. Aber vor allem wäre mein grösstes Ziel, möglichst viele Leute zu begeistern für eine Patenschaft. Ich weiss, dass BKB schon seit Jahren Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat. Dass meine Bank sich auch sozial engagiert. Und darum war es für mich eigentlich von Anfang an klar, dass ich die Bank auswählen möchte.